Ey, unsere Vorbereitung. Wo ist meine Lichterkette? Meine Fernbedienung. Sieht immer so aus wie so ein gelber Streifen. Dabei ist der voll schön. Tata. Bereit. Können auch blau machen. Oder? Mama? Ja. Ich kann Nee, 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 auch. du machst Disco. Auf keinen Fall. So, jetzt sind wir hier. Du musst deinen Beutel holen. Kilian war einkaufen. Nee, wir beide, aber ich habe die ganzen Sachen. Er hat die ganzen Sachen reingepackt, aber ich habe bezahlt. Sa sagen wir es mal so. Wir dachten, wir machen jetzt einfach mal ein, wie nennen wir das immer? Dankeschön Special, nicht Verlosung. Wir Verlosungen haben immer was mit Regeln zu tun. Auf jeden Fall sollte man über 18 sein, das ist ein Muss, weil ihr gebt ja sonst eure Adresse weiter, falls da Zuschauer bei sind, die nicht 18 sind. Dann müsst ihr die Eltern fragen. An alle anderen, ihr wisst, dass ihr mir die Adresse geben müsst, damit die Sachen auch ankommen. Ich werde nirgends wann vor der Tür stehen oder so. Versand übernehmen wir. Und ja, Kilian war, also ich hatte ihm vorgeschlagen, ob wir die Aktion nochmal machen wollen, wie im Oktober oder so, ne? Ja. September, wo jo Giselle und Kilian das gemacht hatten. Die 5 Preise. Heute werden es 3 Pakete werden. Und ja klar, jedes Kind sagt ja, aber ich weiß, meiner würde hier sagen, nö, ich habe keinen Bock. Der, wenn er keine Lust hat, hat er keine Lust. Sagt er mir öfter mal, nö, möchte nicht, jetzt nicht, heute nicht. Von daher, ja, kenne ich ihn ja so weit am besten, dass er sich jetzt nicht manipuliert fühlt oder so, oder? Okay. Nee, war Wie ein siehst du eigentlich aus wie so ein Pilzkopf? Wir müssen mal. Was hast du mit deinen Haaren gemacht? gar nichts. Tut mir leid. Lass mich nicht Nee, verletzen. ich wollte dich nicht Also, warte blamieren. mal. Du sahst ein bisschen lustig aus gerade. So, so, so. Okay, gut. Naja, also, wie gesagt, wir sind dann zu DM rein. Und DM Rossmann. Und dann fing er an, die ganzen Sachen zu nehmen. Und manchmal habe ich so leichte Anfälle bekommen und gelacht. Wir zeigen jetzt einfach alle Produkte hoch, die es zu gewinnen gibt und teilen dann am Ende auf. Erster, zweiter, dritter. Dann könnt ihr alle mitmachen. Ihr müsst mir einen Kommentar schreiben oder uns, damit ich weiß, dass ihr mitmachen wollt. Ansonsten, Abonnent, nicht Abonnent, hatte ich ja schon erwähnt, ist nicht zwingend notwendig, weil ich es eh nicht kontrollieren kann. Und lieber sage ich es so offen, als wenn ich jetzt 10, 20 Abonnenten mehr kriege wegen einer Gewinnaktion. Also mein Gott, nee. Dann sind die auch wieder weg. Von daher ist mir das Wurst. Ich gönne es natürlich jedem, der Abonnent ist und wo wir in der Community hier immer so ein bisschen abfeiern, ne? Los, fang an. Okay. Also, was hast du genommen? Ey, also erstmal alles vorstellen, Ach so, eins ist wahrlich von mir. Das ist ein Thermobecher Bambus. Und zwar hat das einen guten Grund. Giselle sollte wichteln. Und ich hatte ihr 2 Alternativen mitgebracht. Das empfand sie aber nicht so. Da hat sie recht. Wer trinkt in der 7. Klasse schon Kaffee? Da habe ich nicht weiter nachgedacht. Deswegen kommt auf jeden Fall in diese Preisverlosung oder Dankeschön-Pakete wieder einmal so ein Bambus. Thermobecher, den kann man abgeben, Kaffee to go, dann füllen Sie das ein, Deckel rauf aus Gummi und dann mache ich das hier schon mal rein. Deswegen auch die Kartons hier. Und jetzt darfst du anfangen. Ziehst du einfach und sagst dir, was du dir bei gedacht hast. für was bei gedacht? Naja, warum du das mitgenommen hast. Was ist das? Das ist ein Balea Body Lotion. Balea Body Lotion. Okay, dann gibst du es mir einfach. Ja. Oh, warum knickst du das so oder war das so? Das war so. Was ist das? No Drama Llama. Jo, Limit eine Extra mit LE. Weihnachten. Wie Extra. cool, genau. Das Llama hat hier so einen weihnachtlichen Look, aber auf die Verpackung kommt er eher nicht an. Ja, schon Wer nicht die richtig. Sachen kennt. Haben wir hier irgendwie eine Duftrichtung für entspannte, dramafreie Stunden? Du musst immer riechen, dann riechst du was. Ja, aber es wird doch verschickt. Das macht man nicht. Also, das wäre dabei. So, jetzt kommt einer der besten Sachen, die ich mir gekauft habe. Das ist das Beste. Und zwar Cherry Kisses. From Bibi, ne? Das muss man sich kaufen. Also, das ist halt so schön, ne? Sogar mit sogar echtes Autogramm. Bibi loves you, ne? Also, ich will jetzt nicht sagen, aber ich bin der Coolste. Ja, Mama.
Hau mir mal bitte die Dose ins Gesicht. Cherry Kisses from Bilou. Schaumlotion wird jeder kennen. Doch. Dass da keine Haare oder sowas reinfahren oder Krümel, die groß sind. Ja. Ist praktisch. Damit ihr saubere Waschbecken habt. Ich habe ja gesagt, er war einkaufen. Bitteschön. Zwei Stück sind hier enthalten. Habt da ab sofort saubere Waschbecken. So, das ist jetzt wieder ein bisschen schminki. Ich hatte davon zwei. Was ist das? Warte, jetzt siehst du das. Ich habe nichts getan. Ich weiß nicht mal zum größten Teil, was hier drin ist. Zwei Schmink-Make-up-Sponges. SpongeBobs? Sponges. Make-up-Schwämme. Ja. Sind da Figuren drauf? Nicht drauf. Aber ach so, drin. Aber draußen, draufgedruckt. Sieht schön aus, irgendwie so eine weiße. Ach so, sind zwei Farben. Ja. Verstehe. Oh, du hast ja eine Ahnung. Warum hast du die mitgenommen? Weil die schön aussehen. Schön neon. Weil die schön aussehen. Also, zwei Make-up-Schwämme. Das sind zwei bestimmt. Weiter. Das ist so eine Art Glück halt. Ja, das ist halt viel Glück für die Zukunft. Das ist so ein... So, das haltet man unter einer Kerze. Dann packt man in der Pfanne so ein, so eine Figur rein. Und danach muss man das warten, bis es geschmolzen ist. Und dann packt man das in Wasser rein. Und hinten steht dann drauf, was das alles heißt, welche Form es hat. Und das ist dann Glück. Gießblei für Silvester als Glücksbringer. So, weiter. Das ist ein Balea-Pack dazu. Das ist so mit einem, da, wie heißt das Ding? Lippenbalsam. Ein Lippenbalsam, dann irgendeine Spraydose und Creme. Eine Mermaid Edition, Parfüm, Jelly. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann Handschaum und... Also beschweren kann man sich da eher weniger. Beschweren kann man sich da eher weniger, habt ihr gehört? Du kennst den Insider nicht, oder? Nö. Es gab so ein Video, da hat einer seine Fidget Spinner vorgestellt und dann hat er bei jedem einzelnen Fidget Spinner gesagt, also beschweren kann man sich da eher weniger. Okay. Das ist ein Trend. Da. Oh, jetzt kommt der Kenner. Er durfte sich Nagellackfarben mitnehmen, aber dann hatte er zu Gelb und Grün gegriffen. Da habe ich ihn gebeten, sich bitte für andere Farben zu entscheiden. Ab da an habe ich aber dann auch nicht mehr geguckt, weil ich wusste, Gelb und Grün wollen von euch die wenigsten. Also das Gelb und das Grün hätte keiner genommen. Nicht mal freiwillig. Aber ich finde, hast du gut. Guten Geschmack. Die ganzen... Essence-Nagellacke. Ja, das ist einmal... Türkis? Achso. Türkis, dunkel neonblau, dann so braun-rot, also richtig dunkel braun-rot halt ein bisschen. Es ist auch ein bisschen rot dazu. Dann einmal dunkelrot nochmal und einmal Gold. Die Farben fandst du schön, ja? Das ist Gold. Das ist dunkelrot. Mhm. Das ist Neon-Dunkelblau. Dunkelblau? Ja, und das ist dieses Braun-Dunkel, also das Braun-Dunkel. So Weinrot, ne? Ja, und das ist... Obwohl, das ist braun. Nee, guck mal hier, hier sieht man ganz bisschen rot. Na gut. Und einmal Bleichtürkis. Was? Bleich. Bleichtürkis. Bleich. Ist so. Bleichtürkis. Na, Mama. Wisst ihr Bescheid? Ich du mach doch keinen Affen. Nein, wenn du sagst Bleichtürkis, dann ist es Bleichtürkis. Ja, warum sagst du es doch? Ja, Bleichtürkis. Das sagst du doch noch, wenn ich die vereier. Ey, du bist ein richtiger Frauenkenner. Ich kenne halt Leute. Ich kenne viele. So, aber hier. Was, wie heißt die Firma? Garnier. Garnier Skin Active. No, das ist eine Vulkanum. Maske zum Raufschmiere. Die ist rot, extra rot. Ja, nächste. Für heiße Leute. Für heiße Leute, okay. Dann einmal, wie heißt die Firma nochmal? Garnier. Garnier. Und nochmal eine Matcha Kaoli Mask Skin Active. Okay. Davon nochmal. Ach, davon hast du zwei. Und einmal, das ist schön. Hashtag 12 Shine von Alverde.
ein Schaumbad, Chai-Latte-Duft, Zimt. Oh, Zimt ist ja dein Ding, ne? Aber du weißt schon, dass es wegkommt. Aber deswegen hast du es genommen, ja? Und cool. Einmal nochmal vor Kaumimask. Ja, ah, okay. So, ich passe ja gerade zur Vulcano. Ein Vulkanstein Waschgel. Ich glaube, das will jeder haben, ne? Na, guck mal rauf. Du hast ja da gesagt, du möchtest an die Männer auch denken. Ja. Oder an Jungs. Ja. Ist ja sonst langweilig, wenn immer nur Frauensachen drin sind. Präventive Reinigung beseitigt Überschüssigkeit. Für jeden Hauttyp mit Vulkanstein. Heftig. Bitte okay, schön. Also das wäre so ein Männerprodukt oder für Jungs. Dann Dresdner Essenz, neuer Duft hier. Also nee. Oh, da kann man echt riechen, Mama, riech mal. Oh ja. Ja, wie geht es? Da haben sie Duftstoffe durch die Reibung. Oder da sind Löcher drunter und du kannst es deswegen riechen. Ja, hier ist ein Loch. Ja, da ist so ein Riss, stimmt. Süße Empfehlung. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Limited Edition. So ein Pad, das macht man ins Wasser und dann löst sich das auf. Das ist wie so ein Bad. Ja. Eine Badebombe. Dann einmal eine Zuela Cream Scrub. Body Scrub. Also so eine Peeling. Body Scrub. Butter, glaube ich. So. Zeig mal. Ein Körperpeeling, ja. Der Karton. Nein! So, mach mal weiter. Dann einmal ein Bodylotion Fresher, Fresher Flamingo Limited Edition von Balea natürlich mit Pitaya und Tamirolo. Das sind nur Limited Editions. Ja, Mann, ich cool. Kann es halt. Ich doch, jetzt kannst du es lesen. So. Rose Eleganz mit Rosen und Guaven. Guavenduft. Bitte. Und was ist das? Achso, eine Bodylotion. Hast du, glaube ich, vorgelesen. Was ist das? Ja, war DM und Rossmann gemischt. Hm? Es war DM und Rossmann gemischt. Also, einmal von W. Pink Pad Waffas. Das ist eine Badesalztafel. Ich lese es mal vor und du nimmst das nächste. Sonst schlafen wir hier gleich ein. Das ist Feuchtigkeitsspender Badsprudler. Ist das ein Ding, was man ins Wasser packt? Geben Sie ein Stück der Waffel in das warme laufende Wasser und entspannen. Riech mal. Habe ich schon. Riecht ja voll lecker. Riecht nach Pfirsich, würde ich jetzt mal behaupten. So, nächste. Feucht-Allzweck-Tücher. Aber brauchbar. Ja, man braucht es zum Händewaschen, zum... Was? Zum Händewaschen? Also nicht Händewaschen, aber so... Nee, das sind keine Pflegetücher, wie ja, du sagtest. Hey, Mama. Guck mal, die Symbole. Dann einfach um Stuhl putze, einmal Fenster putze und das ist schön glänzi. Und was ist das? Eine Toilette. Und Klo zu putzen? Ja. Aber ist nett von dir. Domol voll. Einmal Domol. Ah, nee, der steht noch, alles gut. Wie gesagt, Rossmann und DM war gemischt. So, einmal nochmal für Jungen. Genau, du hast wieder an die Jungs gedacht. Einmal von Schwarzkopf. 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 Ja. Hä? Was hast du gerade gesagt? Ich sagte Schwarz. Hast du gerade Schwanzkopf verstanden? Ja. Ja. Oh Mann, Mama. Zeig mal. Von Taft. Von Ossi Glossy. Nein, das ist nicht von Ossi Glossy, ist White Gloss. Oh, das klingt aber sehr schön. Mit Lilien und weiße Himbeerenduft. Weiße Himbeeren gibt? Warum hast du mir das nicht gekauft? Jetzt wollte ich gerade riechen durch den Deckel. Die Aufmachung ist auch voll schön. Sieht schön aus. Bei mir zählt immer so Optik. Also, so, wie machen wir das jetzt? Was kriegt der Trostpreis? Wir machen jetzt mal den dritten Preis. Ist, das
ist leider zu wertvoll, ne? Nee, Kian, nicht von vorne anfangen. Wir machen jetzt den Trostpreis. Und den Trostpreis packen wir hier in den kleinen Karton, dachte ich. Oder im mittleren. Wo machen wir den Trostpreis hin? Ich mache mal hier alles ordentlich. Der Drittplatzierte bekommt Reinigungstücher. Ja, das ist wertvoll. Okay. Ja, natürlich, kann man gebrauchen. So, dann einmal den Waschischwammi. Echt? Okay, so ein SpongeBob? Ja, der ist nicht. Das ist aber nett von dir. Dann ein Nesk. Okay, leg's darauf. Dass wir nicht durcheinander kommen nachher. Das sind zwei, gell? Hör doch mal auf mit deinem Gä. Wo hast du das denn her? Er sagt zurzeit Gä, Gä. Das ist meine Ding, das ist meine Sprache. Ja, meine Sprache. So, und ein Nagellack, und zwar der Bleichgrün-Nagellack. Der Bleichgrüne. Das ist der Trostpreis oder kommt noch was hinzu? Noch was, besser. Na, du bestimmst. Besser. Kann auch sein, dass der Erstplatzierte nur ein Bleigi-Set gewinnt bei ihm. Gute Idee, geht doch raus. Nee, machen wir jetzt nicht. Und ja, das war's eigentlich. Dann halten wir nochmal ganz genau rein, damit man sieht, was derjenige bekommt, der auf dem dritten Platz ist. Du hast was vergessen? So. Was bekommt der? Maske, Nagellack, ein SpongeBob und Reinigungstücher. Nicht auf meine SpongeBob? Nicht auf meine Tastatur, bitte. Das ist Make-up-Sponge. Ja, ich weiß, aber ich nenne die SpongeBob. Und liebevoll. Mit zwei Farben, ne? Passt zu Weihnachten wegen Zipfelmütze. Okay. Den und Trostpreis, so. Mein Schatz, legst du mal bitte ins. Oder auf meinen Stuhl. Auf damit den wir das schon weg haben. Arbeitsstuhl oder Drehstuhl? Arbeitsstuhl. Drehstuhl, Arbeitsstuhl, Sessel, Hocker, Tisch, Lampe. So. Jetzt kommt der Zweitplatzierte. Den Zweitplatzierten. Da ist was Gutes drin. Den machst du hier in den Karton. Alle, alle, alle. Okay, such mal aus. So, einmal. Zweitplatzierter. Tough Power Active. Okay, mach rein. Vielleicht hat die oder der ja einen Sohn. Vielleicht habt ihr einen Sohn, ja. Vielleicht gewinnt auch ein Mann. Ja, deswegen habe ich doch gesagt, ach so. Der oder die. Ja. Ach ja, klar. Dann noch ein Zimtios Palladios. Zimtios Palladios, das hört sich an wie Palladios. Okay, Paradies. Zeig mal rein. Hashtag 1. Hashtag 1 ist eigentlich krass, ne? Mit Zimtduft für die Badewanne reinmachen und dann zaubern. Dann haben wir hier nochmal ein Volcano, eine Mask. Okay. Die ist rot. Dann. Dann haben wir Nagellack und zwar den dunkelroten. Sehr schöne Farbe. Dankeschön. Bitteschön. Und. Ich bin ja erstaunt, was du für einen guten Geschmack hast. Die Abflusssiebe. Ja. Die braucht man im Leben. Die Abflusssiebe braucht man auch. Und. Nicht so einfach, ne? Ja. Den zweiten hat. Ich habe ja auch noch Sachen in der Hand. Ach, Mama. Falls du was brauchst. Aber das ist eine gute Idee. Und noch einmal eine Balea Body Lotion White Gloss mit Lilien und weiße Himbeerenduft. Oh ja, die fand ich ja gerade so faszinierend. Deswegen packe ich sie auch rein, dass Ach du so. Denkst, oh mein Gott. Und die werden ja eh so, alle drei weggekommen. Die packe ich dann auch. Das ist der Zweitplatzierte. Oh, oh Gott, räum mal bitte nicht meinen Schminktisch ab. Ja. Komm mal nochmal her. Ach so, reinhalten, ne? Geht eigentlich, oder? Findest du das nicht ein bisschen wenig? Mom, ja, aber dann hat der Erste nur... Oh, stimmt, ja. Ey, der Erste ist... Also, du machst es, aber ich sag's jetzt nur. Der Erste hat dann wirklich... Dazu kommt dann auch eine... Destnia Essenz mit einem süßen Uferung. Limited Edition. Guck mal, das toppt wieder alles, oder Mama? Die Badebombe. Jetzt haben wir schon gerettet wieder. Die Badebombe ist cool. Mit irgendeinem Honig. Okay, dann pack die noch rein. Und ich würde sagen, noch eine Sache für einen Zweitplatzierten. Aber das Bilou ist zu krass. Ja, aber irgendeine größere Sache vielleicht. Vielleicht hast du einen Spongy. Das musst du entscheiden, ob den Spongy der Erstplatzierte, Zweitplatzierte. Aber ich finde es sonst ein bisschen ungerecht aufgeteilt. Und noch Weil ich habe ja hier auch noch zwei Pakete. Und nochmal den
Hallo, hörst du mir zu? Ja. Okay. Ich habe ja auch noch. Soll davon irgendwas rein beim zweiten Einmal Platz bekommt die Gewinnerin oder der neuen Star Driving Let's the Magical Balea und so ein Setti halt, was wir gerade vorgestellt haben, was richtig cool ist. Guck mal, ist. Hinten kannst du auch noch mal reinhalten, dann sieht man es genau. Also einmal ein Handschau. Nee, du kannst es reinhalten, damit es ja, sehen. Ja, aber nein, da ist eine Sache wertvoll, die darf ich nicht zeigen. Da ist irgendwas Cooles drin gemacht. Parfüm Jelly und ein Lippenpflege. Okay, das kommt zum Zweitplatzierten, ja? Ja. Dann ist es echt fair. Das ist heftig. Genau. Lol, genau reingepostet. Warte. Also ihr habt ja jetzt gerade alles gesehen. Oh. Okay. Ich wollte es so in die Kamera halten. Also mit allem, was er gerade gezeigt hat, gilt für den Zweitplatzierten. Rein. Okay, dann kannst du das weg. Und der Rest dürfte dann wirklich dein Erstplatzierter sein. Da würde sich auch jeder freuen, wenn er das gewinnt. Aber ich möchte kurz nochmal alles zeigen. Ja klar, dann mach. Einmal her, das. Wie heißt das? Bleigieß. Bleigießblei. Normal, warte mal. Bleigießset. Bleigieß. Ich wollte eigentlich Bleiguss sagen. Okay, Bleigießset. Einmal ein Bleigießset für alle Leute, die Glück haben möchten. Okay. Dann gehört zum ersten Preis noch. Eine Waffel. Genau, die Badewaffel. Davon Waffel kann man sich ein Stück ab. Mit Pink Puttpfeffers und Moist-Zitronen-Riesing. Kian, du brauchst bitte jetzt nicht alles wieder vorlesen. Wir haben es doch am Anfang schon vorgestellt. Okay. Also einmal die Badewaffel, einmal das Bleigießset. Dann einmal noch die. Sehr schöner Duft von Suela. Dann dieser braunen Wein. Weinrote. Weinrote Nagellack. Okay. Dann welcher Nagellack noch? Dann der goldene Nagellack. Okay. Erstplatzierter auch. Dann noch der neon-dunkle Nagellack. Der dunkelblaue Nagellack auch. Eine Volcano-Mask. Ja. Dann noch dieses No Drama Lama Ding Shampoo. Body Lotion. Ja, du kannst es nochmal reinpacken, ich weiß was. Ja, aber dann komme ich durcheinander hier. Soll einmal wieder rein. Body Lotion nochmal hier. Das haben wir auch schon produziert. Okay, bitte. Ja. Klemm mir mal hier hin. Da? Ja. Geht doch. So, dann noch eine Matcha Kaolin Mask. Klemm rein. Danke. Warte. Dafür sind meine Fingernägel sehr gut. Ist nicht, oder? Doch. Ach so. Das hatte ich auch mit reingetan. War doch ein Fehlkauf von mir. Aber Giselle hat sich dann für ein anderes Wichtelgeschenk. Darf ich das haben? Nein. Mann. Einmal eine Bambusbecher. Da passt 3,5 Milliliter rein. Also 300,5. 350 Milliliter. Oder 0,35 Liter. Heftig. Dann einmal Vulkanstein-Waschgel. Bester Mann. Ja. Dann einmal ein Spongy-Make-up mit zwei Farben. Schön weihnachtlich eigentlich, oder? Sehr schön hast du es gemacht. Bodylotion, frischer Flamingo. Und zum vorletzten ein Zeller-Cream. Irgendwas da. Und natürlich das Beste kommt zum Schluss. Baby's Beauty Palace, Merry Christmas! So, die Sachen bekommt alle der Erstplatzierte. Ich hatte ja auf meinem Nagelkanal angekündigt, dass wir die am 23. Ankündigen. Muss ich aber leider... Warte, das braucht ein Autogramm. Muss ich aber leider dementieren, das ganze Ding. Vodafone hat gerade Störungen in Berlin und anderen Bundesländern. Bei mir eiert die Kiste, also dieses Internet, unwahrscheinlich langsam. Ich weiß nicht mal, ob ich das Video von heute Mittwoch jetzt hoch... Ach, doch, Mittwoch. Hä? Welchen haben wir? Dienstag? Heute ist der... Wir haben Dienstag. Ja. Ich weiß nicht mal, ob ich es Dienstag jetzt hochkriege. Und von daher wäre es unfair, wenn es dann erst morgen online ist, dass man dann nur noch 2-3 Tage Zeit hat. Von daher würde ich sagen, am zweiten Weihnachtstag beenden wir die Verlosung. Bis dahin, alle, die kommentieren und sagen, ich möchte mitmachen. Es wäre ganz lieb, wenn ich nicht immer extra fragen müsste, möchtest du mitmachen, möchtest du mitmachen. Wirklich einfach nur schreiben, ich wäre gerne dabei, ich würde gerne teilnehmen. Hier, ja,
so eine Stichwörter weiß ich dann schon Bescheid, dass ihr mitmachen möchtet, weil ihr mir ja die E-Mail oder die Adresse zukommen lassen müsst, nicht E-Mail, die Adresse von euch. Entweder dann über Facebook, Insta geht's oder über mein E-Mail-Fach. Drei Kontaktmöglichkeiten habt ihr zu mir und ja, dann mache ich die Oldschool-Verlosung. Wollen wir dann wieder 18 Uhr Ende machen? Warte mal kurz. Nee, 12. Ja. Am 26. um 12 Uhr ist Stopp für die ganzen, ja? Mama, überall ist. Und gegen 18 Uhr. Und gegen 18 Uhr, ich vergesse uns meine Infos in meinem Kopf. Und gegen 18 Uhr werden wir dann das Verlosungsvideo hochladen. Kieran, was machst du? Autogramme. Du kannst doch nicht die ganzen Packungen jetzt voll krakeln. Hab ich nicht. Stell mal vor, die wollen es selber verschenken oder wollen sich ins Bad stellen. Ja, mach. Ja, jetzt ist Schluss. Überall ist jetzt ein Autogramm. Ach Quatsch, nicht überall. Also nicht überall. Er hat hier einmal auf Bilou. Er findet sich selber sehr, sehr wichtig. Und einmal hier. Oh Mann, du hast die schöne. Hey, die ist voll schön geworden. Ja, ist ja auch schön geworden. Aber mach das doch hier auf so einem Karton vom Thermo-Dings. Aber gut, es war jetzt seine Verlosung. Nee, stopp jetzt. Du hast jetzt zwei. Es war jetzt aber seine Verlosung. Unser alle Idee. Unser alle Idee. Unsere Idee, aber zusammen. Und diesmal hat das Kilian für euch gerockt. Nur nicht gezahlt. So, das hier ist der Erstplatzierte. Wir haben jetzt wirklich alles wieder geordnet. Mama. Ihr seht das ja. Masterpaket, ja. Master Disco Paket. Master Disco Paket ist der erste Platz. Ihr seht das ja dann alles wieder, wenn wir die Verlosung machen. Da halten wir das ja wieder rein, was wer gewonnen hat. Wenn jemand das Gefühl hat, wir haben irgendwas verschummelt, vertauscht, dann guckt in dieses Video rein. Dann seht ihr, dass wir das alles so gelassen haben. Wenn der Kleine jetzt da wirklich nichts rumgerüttelt hat, aber nee. Da vertraue ich ihm voll und ganz, weil es ist ja seine Verlosung, ne? Ja. Beziehungsweise Dankeschön-Pakete, was er für euch gekauft hat. Hast du echt Mühe gegeben. Also bei den Waschbecken 7, was? Waschbeck, also Schutzdinger. Genau, die Schutzsiebe. Ja. Da musste ich wirklich lachen und ich dachte mir so, oh mein Gott, was wird denn das? Was hat denn der alles reingepackt? Kondome, dachte ich mir, Bürsten, Kondome. Waschlappen. Ja, ich dachte, du hast da zu lustigen Sachen gegriffen, weil es mir eher so wie eine Veralberung aussah. Nein. Als ich diese Siebe gesehen habe. Also Bilou und diese Siebe, das war das Einzige. Ich hätte es dir aber zugetraut, dass du so frech gewesen wärst. Ja, ich kann hier unten bleiben, wenn du willst. Ja, dann bleib hier unten, wenn du willst. So, dann sagen wir Tschüss. Hör auf zu spinnen jetzt. Ich bin ein Hund. Oh, meine Haare. Wir sagen Tschüss. Wünschen euch toi 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 viel Glück. Sag mal, Herr Master Disco. Frohe Weihnachten und frohe Ferien und Tschüssi. Echt mal, falls wir nicht mehr kommen, wünschen wir euch alle ein frohes Weihnachtsfest. Frohe Weihnachtstage, aber am 26. sehen wir uns ja spätestens. Du hast ja recht, das ist ja bald. Ja. Am nächsten Sonntag. Also falls ich nicht mehr zu sehen bin, die Kinder auf jeden Fall diese Woche nicht mehr, wünschen wir euch wirklich ganz viel Gesundheit, ein schönes Weihnachtsfest mit euren Lieben. Wie mache ich denn das, um nicht schnulzig zu werden? Genießt das Zusammensein mit allen. Und ja, schön abspannen. Mal weg von der Kiste, weg vom Social Media, wirklich nur Realität genießen zu den Feiertagen am besten. Wobei wir am 26. oder ich beziehungsweise wieder dranhänge wegen der Verlosung. Aber ja, das wünschen wir euch erstmal im Voraus. Schöne Weihnachtstage, ein schönes Weihnachtsfest, falls ich dazu nicht mehr komme. Ich weiß es gerade echt nicht. Kann sein, dass Freitag oder Samstag nochmal was hochkommt, dann werde ich es auch nochmal sagen. Aber vorsichtshalber, damit ich es nicht vergesse und kein schlechtes Gewissen habe, wünschen wir euch das in diesem Sinne, oh Mensch, ey, was ist los? In diesem Sinne? Spaß. In diesem Sinne? Lachen wir und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Okay.